Yeah, look at that. Gentlemen, we found it. Die Freude ist groß beim Meeresarchäologen Manson Bound. Rund 180 Kilometer südöstlich der Falklandinseln ist er mit seinem Team in 1610 Metern Tiefe auf das Wrack der deutschen SMS Scharnhorst gestoßen. Am 8. Dezember 1914 von britischen Kriegsschiffen versenkt, galt der große Kreuzer der kaiserlichen Marine seitdem als verschollen. Nur 187 Männer der rund 800 Mann starken Besatzung konnten von den Briten aus dem eisigen Südatlantik gerettet werden. Insgesamt kamen bei den Gefechten, bei denen noch weitere deutsche Kriegsschiffe zerstört wurden, rund 2200 Soldaten ums Leben. Auch der Kommandant des Geschwaders, Admiral Maximilian Graf von Spee, und seine zwei Söhne wurden bei der Schlacht getötet.